Hallo John Sinclair-Fans. Ja, hier ist wieder Ihren Rolf Hill zusammen mit Krümel, voraussichtlich zum letzten Mal in diesem Jahr. Und ja, aber wir haben trotzdem einen neuen John Sinclair-Roman für euch dabei. Einen besonderen John Sinclair-Roman. Natürlich ist jeder John Sinclair-Roman was Besonderes, aber dieser hier hat nochmal eine ja, andere Besonderheit. Es ist Band 2372, Warnung aus dem Jenseits. Und das Besondere daran ist, dass er von zwei Autoren bzw. einer Autorin und einem Autor geschrieben wurde, und zwar von Mari Eriksson und von Oliver Fröhlich. Oliver Fröhlich, den Sinclair-Lesern ja schon länger ein Begriff, hatte eine etwas längere Pause, ist jetzt wieder ins Team zurückgekehrt. Und Mari Eriksson ist neu dabei, hat aber jetzt auch schon ihren dritten Roman veröffentlicht. Das hier ist er. Und dieser Roman ist noch in anderer Hinsicht etwas Besonderes, denn in ihm tritt eine Figur auf, mit der John Sinclair es schon einmal zu tun hatte. Und zwar schon vor ewigen Zeiten. Also es ist schon, ja, 45 Jahre her, 44. Und zwar handelt es sich um Band 74, die Geisterbraut. Und dort hat eine Wahrsagerin, eine Hellseherin eine Rolle gespielt, Madame Altari. Und Madame Altari ist auch hier dabei. Sie wird von einem jungen Mann um Hilfe gebeten, der mit seiner Mutter eine Pension betreibt, in der junge Frauen unterkommen, die eine Drogenentzugstherapie machen. Und dort spukt es, dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und Madame Altari soll sich das mal angucken. Und relativ schnell wird sie mit einem bösartigen Geist konfrontiert und merkt dann auch, dass sie damit nicht alleine zurechtkommt und bittet John Sinclair um Hilfe. Ja, der lässt sich nicht lange lumpen und kommt natürlich sofort vorbei. Ja, und was Madame Altari und John Sinclair erleben in dieser Pension, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!